Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Mitknauf Daily Direct. Jetzt zu Wochenbeginn am heutigen Montag. Ja, der DAX am Freitag bei 12.260 Punkten rausgegangen. Auf Wochensicht 0,5% weniger, 0,6% trotzdem noch im Plus. Am Freitag, der Dow lag auch im Minus, 27.150, das Endergebnis vom Freitag. Also somit können wir ganz klar sagen, der Juli bis dato durchwachsen. Ja, jetzt gilt es diese Woche natürlich auf die Quartalszahlen, aber vor allen Dingen natürlich auf die Notenbank und auf die Politik zu schauen. Ja, bei der Politik geht es natürlich ganz klar um den Brexit. Wer wird neuer Premierminister in Großbritannien? Ja, dazu wollen wir ja diese Woche wahrscheinlich eine Antwort bekommen. Ja, und am Donnerstag der wichtigste Termin für uns Börsianer, EZB, ja, mit Super Mario Draghi an der Spitze. Noch muss man ja sagen, er wird ja abgelöst von Christine Lagarde, aber da könnte er natürlich zum Schluss nochmal mit einem Super-Coup um die Ecke kommen. Ja, er hat ja immer wieder gesagt, bei einer schwachen europäischen Konjunktur, dann würde er helfen, dann würde er ankurbeln. Ja, und jetzt geht der Markt davon aus, dass er die Wiederaufnahme der sogenannten Anleiheankäufe tätigen wird. Ja, spekuliert wird hier, dass 500 bis 600 Milliarden Euro wieder in den Markt fließen und dass der Einlagezins halt eben von minus 0,4 bis auf minus 0,5% gesenkt wird. Ja, das allerdings die Spekulationen des Marktes, meine Damen und Herren. Da müssen wir tatsächlich bis Donnerstag abwarten, bis der EZB-Chef tatsächlich hier seine Pressekonferenz durchführt. Aber da laufen momentan die Spekulationen hin. Ja, und denen, naja, denen ist natürlich dann jemand dann doch nicht beiseite gesprungen, aber der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat hinsichtlich der EZB gesagt, vielleicht wäre es vielleicht sogar vernünftiger, anstatt hier Anleiheankäufe respektive den Einlagezins zu senken, doch Aktien zuzukaufen, weil Deutschland wäre ja nun wirklich ein Land voller Aktienmuffel, mehr oder minder. Das war jetzt ein Begriff von mir, aber nicht sehr aktienaffin, muss man sagen. Das wissen wir ja auch. Und die deutschen Aktien, ja, die wären ja wesentlich billiger, wesentlich günstiger als ihre US-Pendants. Also das natürlich mal eine Aussage des weltgrößten Vermögensverwalters. Ja, ansonsten schauen wir natürlich neben der EZB auf die Federal Reserve in Form und Gestalt von Jerome Powell. Ja, da erwartet ja der Markt Ende Juli dann doch noch eine Zinssenkung, aber da läuft es momentan darauf hinaus, dass das nur ein Viertelpunkt sein könnte. Die Märkte hatten ja bis dahin spekuliert, dass vielleicht sogar ein halber Punkt abgesenkt wird. Naja, zudem haben wir dann auch noch geopolitische Sorgen, die sind natürlich am Freitag wieder aufgeflammt. Thema Persischer Golf, ja, der Iran hat hier einen britischen Tanker aufgebracht. In der Straße von Hormuz hat man diesen Tanker festgesetzt. Das bringt natürlich ganz klar auch mal wieder den politischen Zündstoff an die Börsen zurück. Ja, und dann sind wir schon so weit, dass wir vorausschauen, meine Damen und Herren, auf diese Woche, ja, diese Woche vollgespickt mit Zahlen. Jetzt geht sie auch los in Deutschland, die Quartalsberichtssaison. Und da ist man natürlich sehr, sehr gespannt drauf, nachdem wir ja letzte Woche bereits die ersten Zahlen von SAP hatten. Ja, und die Waldorfer haben gepatzt, muss man sagen. Also viele Analysten sagten, also einen so schwachen Quartalsberichtsauftakt, den hätten sie nicht erwartet. Ja, und nachdem bereits BASF und Daimler vor 14 Tagen schon ihre Jahresziele kassiert haben, ja, ist man da natürlich in Hab-Acht-Stellung diese Woche, wenn 5 deutsche Unternehmen ihre Zahlen präsentieren. Ja, morgen geht's direkt los am Dienstag mit der Deutschen Bank, der DWS und der UBS und dann aus den Vereinigten Staaten Coca-Cola und Harley-Davidson. Ja, Harley-Davidson tut sich ja momentan auch im Markt sehr, sehr schwer, nach wie vor ihre Motorräder anzubringen. Ja, am Mittwoch dann Zahlen von Daimler mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius, der, wie gesagt, ja auch schon hat warnen müssen, Gewinnwarnung hat rausgebracht. Ja, dann halt eben am Mittwoch die deutsche Börse. Da ist man natürlich sehr gespannt drauf, was der Börsenplatzbetreiber hier tatsächlich an Gewinn und Umsatz gemacht hat, weil wir halt eben im ersten halben Jahr zwar nicht schlecht aussehen, aber muss man sagen, die Volatilität, das Rauf und Runter, war nicht sehr stark. Und da verdient der
Börsenplatzbetreiber natürlich am meisten Geld. Ja, dann am Mittwoch geht's weiter in Amerika mit Ford, Boeing, Facebook und dann auch Tesla. Ist man natürlich sehr, sehr gespannt drauf, was Elon Musk da an Zahlen zu verkünden hat. Ja, am Donnerstag dann der Quartalsbericht von BASF und von Volkswagen. Und aus den Vereinigten Staaten kommt's dann dick daher, nämlich mit Amazon, Alphabet und Blue Chip Intel. Also auch nicht uninteressant, meine Damen und Herren. Freitag schließt dann die Woche ab. McDonald's, Nestle und Twitter. Also eine Woche voller Zahlen, aber der Donnerstag, ganz klar, wichtigster Termin. Super Mario Draghi mit seiner EZB. In diesem Sinne, Ihnen eine gute, eine erfolgreiche Handelswoche. Sind und bleiben Sie wachsam.